Hi, grüß dich. Heute geht es um Fehler beim Fliesenverlegen. Wir sprechen hier ganz klar vom Bodenfliesen. Ich möchte dir einfach meine Erfahrung, die ich über die Jahre gesammelt habe, mitteilen. Und somit kannst du das vermeiden oder tappst dann nicht die gleichen Fehler wie ich. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei meinem Kooperationspartner JP bedanken. Herrenmode von L bis 8XL. Und ich habe auch einen passenden Rabattcode für euch, Sebastian23, in den Black Freak Wochen. Für diesen Code bekommst du nochmal 20% Rabatt ab einem Mindestbestellwert von 29 Euro. Regulär findest du auch nochmal unten einen passenden Rabattcode nach den Black Freak Wochen. Es geht ganz klar um Bodenfliesen, Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest als Anfänger, als Laie. Diesen Raum hier hatte ich letztens verlegt gehabt mit sogenannten Parkettfliesen, Holzfliesen, Holzoptikfliesen. Und das hat ungefähr 10 Quadratmeter und das Video dazu, wie du die verlegen kannst, das wirst du direkt unten in der Videobeschreibung finden, so wie auch alle Produkte, die ich jetzt aufzähle und auch alle Videos, die ich im Laufe der Zeit erwähne. So, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, denn es gibt wirklich gravierende Fehler, die du machen kannst beim Fliesenverlegen. Und fangen wir einfach mal an mit den ersten Fehler. Der erste Fehler, das machen nämlich viele, ist der Untergrund, der Boden. Der sollte wirklich sehr, sehr plan verlaufen, also sprich gerade. Wenn du mit einer Wasserwaage mal rüber gehst, solltest du nicht so hier so einen Wellengang haben, sondern sollte wirklich alles eben sein. Er sollte trocken und staubfrei sein. Trocken heißt, du kannst nicht Fliesen auf nassen Boden verlegen. Das geht einfach nicht. Und natürlich staubfrei. Und am allerwichtigsten, was viele, viele von euch weglassen, ist den Haftgrund. Ein Haftgrund ist einfach ein Mittel, was du dann auftragst auf den Boden, lässt dir dann ungefähr 24 Stunden trocknen oder einwirken. Und das ist ein Haftgrund, ein Isoliergrund, ist einfach so eine Sperrschicht. Das heißt, dein Fliesenkleber kommt ja dann drauf und da ist ein Wasseranteil drin. Und damit das Wasser nicht so schnell rausgeht in den Boden, weil Beton saugt unheimlich schnell Wasser weg oder ein, gibt es diesen Isoliergrund oder diesen Haftgrund. Und wenn du diesen nicht verwendest, kann es durchaus sein, dass deine Fliesen und deine Fliesenkleber ganz schnell aushärtet. Und der hält natürlich dann an den Fliesen fest, aber nicht am Boden. Und dann irgendwann werden deine Fliesen locker nach 1-2 Jahren, du merkst es nicht gleich. Ja, und dann fragst du dich, ja, warum ist das so? Was habe ich falsch gemacht? Haftgrund, unbedingt darauf achten und natürlich auf eine trockene, saubere und ebene Fläche. Das nächste, was ganz, ganz viele unterschätzen, ist einfach das richtige Werkzeug. Vor allem die richtige Zahnkelle. Es gibt natürlich Fliesen von Mosaik, einmal 1 Zentimeter bis zu Fliesen einmal 1 Meter oder ich weiß nicht was, 2x2 Meter, habe ich schon alles gesehen. Und da kommt es auf die richtige Zahnkelle drauf an. Denn die Zahnkelle hat einen bestimmten Sinn. Die Zahnkelle bringt nämlich diesen Fliesenkleber auf deinem Boden auf und verteilt diesen gleichmäßig und gibt hervor durch die Zahnhöhe, wie viel Kleber du auf dem Boden aufbringst. Und das ist nötig, damit der Kleber sich gleichmäßig auf die Fliese und auf den Boden verteilt. Wenn du beispielsweise jetzt Fliesen verlegst, sagen wir mal 30x30 und du nimmst eine Zahnkelle von 5 mm, kann es durchaus sein, dass der Fliesenauftrag, also das Material, der Kleber, zu wenig ist. Hast du noch eine kleine Unebenheit von 1-2 mm, dann hast du zu wenig Fliesenkleber und deine Fliese geht keine richtige Verbindung mit dem Boden bzw. mit dem Kleber ein. Ja, und dann hast du ein bisschen Luft eingeschlossen und dann werden deine Fliesen sich mit der Zeit auch lösen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr auf die richtige Zahnkellengröße achtet. Und dazu werde ich dir mal unten in der Videobeschreibung einen kleinen Text verlinken. Ist ganz, ganz einfach. Einfach mal nachlesen und dann weißt du schon, was für eine passende Zahnkelle du benötigst. Dann unterschätzen das ganz, ganz viele, den richtigen Fliesenkleber zu kaufen. Also wenn ihr jetzt im Baumarkt geht und nimmt bitte nicht das Billigste vom Billigsten, auch nicht das Teuerste vom Teuersten, nimmt einfach ein Mittelmaß. Damit bin ich immer sehr, sehr gut gefahren. Und wenn ihr wirklich Bedenken habt, dann fragt mal bitte einen Mitarbeiter in dem Baumarkt. Und meistens
sind das sogar Fliesenleger mal gewesen oder die haben schon das Know-how, das technische Verständnis oder haben schon ein bisschen Erfahrung sammeln können mit der einen oder anderen Marke. Zumindest hat mir das immer sehr geholfen. Dann beim Anmischen ist es so, du hast eine bestimmte Zeit, wo du diesen Fliesenkleber verlegen kannst. Bei mir, bei meiner Marke oder Hersteller waren es so, dass es 5 Stunden sind. Halte dich bitte wirklich strikt an die Angaben vom Hersteller, denn jeder Hersteller ist unterschiedlich, auch an die Wassermenge und an die Verarbeitungszeit. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig für den Fliesenkleber, aber auch für das Fugenmörtel oder ja, das Fugenmaterial, was du am Ende dann in die zwischen Fliesen und Fliese in die Fuge hineingibst. Dann ein Punkt, den noch viele unterschätzen. Ich habe ihn auch fast unterschätzt, habe aber nochmal gedacht, hey, berechne bitte das und das. Also ich habe ja zuletzt hier diesen Raum verlegt gehabt, ungefähr 10 Quadratmeter, 9,5. So, und dann bin ich los. Also ihr könnt ja online Fliesen bestellen, ihr könnt die im Baumarkt vorbestellen, abholen. Und dann gibt es da so Konfigurator, da gibt es zum Beispiel einen 10 Quadratmeter. Und so ein Fliesenpaket ist wie bei Laminat. Also es gibt ja Laminat oder Fliesen unterschiedlichen Größen und so ein Paket hat ja nicht immer volle 1 Quadratmeter, 2 Quadratmeter, 3 Quadratmeter, sondern es ist immer eine ungerade Zahl. Und da kann es vielleicht so sein bei deinen Berechnungen, dass du exakt auf deine Quadratmeter kommst. Meinetwegen jetzt, du brauchst 10 Quadratmeter und hast dann auch 10 Quadratmeter. Bitte nimm dann noch ein Paket extra mit oder vielleicht auch zwei. Das kostet nicht die Welt und du wirst dich nämlich später oder du wirst sehr, sehr dankbar sein, dass du diese zwei Pakete mitgenommen hast. Denn einmal A, unheimlich viel Verschnitt fällt an, wenn du vor allem ein Laie bist und mit den Fliesenschneiden anfängst. Bei Bodenfliesen ist es eigentlich recht einfach, aber wenn du jetzt mit den Wandfliesen anfängst und das eine oder andere umarbeiten musst oder Steckdosen ausschneiden musst oder schneiden musst mit einem Fliesenschneider oder mit der Flex, dann geht die ein oder andere Fliese zu Bruch und du wirst dich wirklich ärgern, wenn du dann das ein oder andere Paket nicht extra mitgenommen hast. Und dann ist es auch so, dass über die Jahre auch mal was runterfallen kann auf dem Boden, eine Fliese kaputt geht, eine Fliese sich vielleicht lockert, du die austauschen möchtest und die Fliese, die du dann austauschen möchtest, die geht definitiv zu Bruch und dann bist du froh oder dankbar, dass du noch zwei Pakete in Reserve hast. Dann geht es ums Verfugen. Beim Verfugen auch wie beim Fliesenkleber, bitte halte dich strikt an die Anweisungen, die du auf dem Sack befindest oder siehst. Dann ist ganz, ganz wichtig, ich habe für meinen Fliesenkleber so ein Quirl verwendet, damit kann ich das schön durchrühren. Kannst du natürlich auch beim Verfugen verwenden, beim Anmischen. Halt, stopp, natürlich nicht, weil, warum, weshalb, es machen auch viele diesen Fehler, habe ich auch gemacht. Kippst das Zeug rein, ne, dein Fugenmaterial und quirlst es dann schön durch. Was passiert da? Du arbeitest Luft da in dieses Material mit hinein und verfugst es dann. Und dann wunderst du dich am nächsten Tag, hä, warum sind denn beim Verfugen, obwohl du schön das Ganze mit einem Schwammbrett aufgetragen hast, warum sind denn da überall kleine Luftlöcher? Die Luft in das Material, die siehst du dann nicht, ne, wenn du die einarbeitest mit dem Quirl, sondern sie siehst du erst am nächsten Tag, wenn die Luft Stück für Stück entweicht und dadurch hast du dann diese kleinen Löcher. Wenn du jetzt wirklich viel, viel Luft eingearbeitet hast, kann es sogar durchaus sein, dass deine Fliesen sich irgendwann mit der Zeit lösen. Warum, weshalb? So ein Fugenmaterial gibt so einer Fliese auch Halt. Und wenn da viel Luft eingearbeitet ist, verliert dieses Fugenmörtel sein Halt bzw. die Fliese irgendwann. Und es sieht natürlich nicht schön aus und es kann natürlich auch Wasser hineindringen. Also misch das Ganze bitte mit der Kelle an, per Hand. Und so kannst du dann auf Nummer sicher gehen, dass du nicht wirklich viel Luft mit in das Material hineinarbeitest. Und zu guter Letzt möchte ich dir nochmal auf den Weg geben, bevor du loslegst mit dem Fliesen. Das Plan ist wirklich das A und O. Mess deine Fliese aus, was für eine Breite, was für eine Länge. Überleg dir ganz genau, wo du anfängst zu fliesen. Das heißt immer zur Tür hin, damit du auch den Raum dann verlassen kannst. Und dann überleg dir ganz genau, wenn du damit nach vollem Fliese anfängst, wie endest du denn am Ende des Raums? Bleibt dann so 4 Stück Fliese übrig? Wenn ja, sieht das natürlich doof aus. Wenn dann eine Küche hinkommt, okay, aber mach dir vielleicht eine Markierung in der Mitte des Raumes, rechne dir das schön aus, damit auch das Bild am Ende, das Fliesenbild, schön systematisch aussieht. Denn es gibt nichts Schlimmeres. Die Fliesen werden wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre dann dort verlegt sein und du guckst jedes Mal drauf und fragst dich, ach, warum habe ich denn das nicht eingeplant?
Ich hoffe, dir hat dieses Video weitergeholfen. Ich konnte dir mit diesem Video ein paar Tipps geben und ich würde mich über dein Feedback freuen, wenn ja. Und vielleicht kannst du mir auch mitteilen, welche Fehler du schon gemacht hast beim Fliesenverlegen. Ansonsten findest du alle Materialien unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.